Hallo, willkommen zurück zu dem Dicelli-Stammbaum zum dritten Rennen der 1950er Saison. Die 500 Meilen von Indianapolis. Ja, das war mal ein offizielles WM-Rennen. Und es ist genauso wie heute. Und zwar, wie man gemerkt hat, der Einzige, der dieses Jahr, also 2017, in der Formel 1 fuhr und in dem Indy 500, war Fernando Alonso. Das war damals auch nicht anders, außer ein paar Formel 1-Fahrer, die mal versucht haben, am Indy teilzunehmen. Vettel noch nicht auch versucht. Ascari, Fangio haben wollten teilnehmen, konnten sich aber nicht qualifizieren. Aber das ist noch nicht 50, sondern später. Waren das eigentlich nur amerikanische Autohersteller, amerikanische Motorlieferanten und amerikanische Fahrer. Das Problem aber, das Rennen zählte zur WM. Das heißt, es konnte natürlich passieren, dass dass der Sieger des Indy 500 nur durch ein Rennen WM-Fünfter werden konnte, weil das, glaube ich, 54 oder so mal passiert. Und teilweise 50 nicht, aber ich glaube 51, 52 war der Sieger des Indy 500 sogar kurzzeitig entweder WM-Führender oder WM-Zweiter. Aber gut, zum Rennen. Die 500 Meilen von Indianapolis fanden am 30. Mai 1950 statt. Sollten über 200 Runden gehen, gingen aber nur bei 138 Runden, da es angefangen hat zu regnen. Dieser Regen nicht leichter wurde und man sich dann dazu entschloss, das Rennen abzubrechen durch diesen schweren Regenfall. Das Rennen ging 12 Stunden, 46 Minuten und 55 Sekunden. Wie gesagt, wäre es noch weitergegangen, höchstwahrscheinlich, dass die Indy 500 das längste Rennen der Saison gewesen wäre. 24 Wagen kamen ins Ziel. Damals war die Indy 500 dadurch, dass halt viele teilnahmen. Ich glaube, die Teilnahmeliste bestand aus 60 Fahrern. Und über 30 nahmen am Rennen teil oder 40. War es immer sehr höchstwahrscheinlich, dass es in die 500 das Rennen sein wird in der Saison mit den meisten Zieleinfahrten. Diese Saison stimmt das, also über 24 werden wir nicht haben. Die Pole Position hatte ein Kerl namens Falkner mit einer 169. Agabashian hatte eine 177 gefahren und startete als Zweiter und Rose eine 18. Das sind alles drei Fahrer, die halt kein weiteres Rennen der Saison gefahren sind. Gewonnen hat das Rennen Parsons vor Holland und Rose. Parsons hat auch die schnellste Runde gefahren und die Indy 500 ist das erste Rennen, wo von der Punkteteilung-Regel Gebrauch gemacht wurde. Und zwar fuhr Bettenhauser die ersten 30 Runden, dann hatte er ein Radproblem. Und musste sein Auto abstellen und konnte nicht mehr weiterfahren. Dadurch hat man das Team halt gesagt, dass Chitwood in die Box reinfeuern soll und Bettenhauser das Auto übergeben soll. Was dann in der 82. Runde war das, was dann auch gemacht wurde, und Bettenhauser ist dann bis zur 38. Runde mitgefahren. Und wurde, ich weiß nicht, Vierter oder Fünfter, zumindest wurden dann durch die Regelung halt die Punkte geteilt. Das ist natürlich blöd, wenn man irgendwie aufs ein gutes Resultat hat, aber man muss die Punkte teilen. Deswegen, man musste das schon strategisch einsetzen, aber damals waren Punkte sehr wichtig bei so wenig Rennen. Von daher ist das schon besser als gar keine Punkte. So. Und das ist auch alles, was man zu dem Rennen sagen kann. Ja,
halt noch, was man sagen kann. Alle die, die hier halt jetzt in unserer für Indy 500 fahren, fuhr keiner davon im echten Indy 500. Auch keiner der Wagenhersteller, also Maserati nicht, Alfa Romeo nicht, Ferrari nicht, Era nicht, Alta nicht, Cooper nicht, Talbot nicht, Gardini nicht, also, ne, ein sehr prominenter Autohersteller beim Indy 500 war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Curtis Kraft. Und Motorhersteller war Offenhausen und so. Also es war, ne, es war jetzt nicht so, dass, wo man sagen würde, boah, das sind jetzt, das, ne, aber gut, ne. Das war's dann erstmal. Ich war jetzt das Qualifying. Bei mehr habe ich jetzt auch nichts zu sagen. Vier Kurven, die Strecke ist jetzt, wie man es halt gesehen hat, nicht wirklich, kann man nicht viel reden. Hat sie auch nicht wirklich viel verändert. Das ist genau die gleiche Strecke, an genau dem gleichen Ort. Von daher, ja. Sehen wir uns zum Rennen des Indy 500 zum dritten WM-Lauf. Tschüss. So, willkommen zurück. Und ja, man sieht's schon, Anjo hat die Pole mit der 1.8 genommen vor Farina und Rosier. Wo sind wir? Wir sind 14. Kein gutes Qualifying. Ja, aber gut, ne? Man sieht's hier, das Qualifying war sehr, nass. Das erste Mal, dass wir unter diesen Bedingungen gefahren sind. Deswegen mal schauen, wie das dann eben trocknen wird. Wenn das Rennen trocken wird. Als 14. Gut, Fangio kriegt den extra Punkt. Aber wir haben noch rosige Aussichten für Maserati Bühler auf 5. Das kann was werden. Ja, da ist es auch. Nehmen wir so einen Hart. 39 Runden, die relativ schnell vorbeigehen. Warten wir nicht lange. Oh, nein, jetzt habe ich die Kamera gesetzt. So. Geht los. Wir haben wieder einen schnellen Start. Bringen sich welche vor mir. Das sind die langsameren. Punkte sind natürlich wichtig, weil das mehr Punkte, desto besser kommen wir bei den Streichresultaten weg. Am besten wäre jetzt natürlich noch Indy 500 und Schweiz zu gewinnen, weil dann wären wir Weltmeister. Weil wir dann knapp das Maximum hätten. Das Gari wollte da die Tür zu machen, aber hat nicht ganz geklappt. Sehen wir mal. Ja, schon ein klares Anzeichen, dass der Maserati im Regen nicht besonders schnell ist. Aber im Trocknen dann wieder relativ stark ist. Arnell kommt dann vorbei. Holt uns jetzt ungefähr 8er. 4. Dort im, ich glaube, Talbot vor uns. Den können wir noch holen. Der ist machbar, aber anscheinend der Maserati diesmal wirklich unterlegen zu den Alfa Romeos und den Ferraris. Was, ich hab das vielleicht schon wirklich gehört, aber egal. ja.
hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, pff. Da war kein so spannendes Rennen. Es sind halt nur 4 Kurven, die alle nach links gehen. Und so wie es aussieht, gibt es 2 Autos, die schneller sind als die Maserati. Von daher. Ja, Chiron auf 4, das ist gut. Lira auf 6 ist weniger gut. Wir haben schon 13 Sekunden hinter dem Führenden. Egal was passiert, halt auch wenn Fangio das Rennen gewinnt. Die werden Führung verlieren, wenn nicht. Mit 10 Punkten Vorsprung ist das nicht möglich, die in einem Rennen zu verlieren. Oder sind sogar 11 Punkte, kann sein. Ich hab die Punkte schon jetzt nicht aus dem Kopf. Mag jetzt so aussehen, als wäre das nur einfach so ein Kreisfahren, aber das Schwierige an die in die 500 oder allgemein am Ovalrennen ist halt, wenn im 15 würde ich halt sagen, ist es mir nicht so die Geschwindigkeit auf, also die Geschwindigkeit ist hier weniger ein großer Faktor, weil 200 km/h kann man glaube ich noch gut unter Kontrolle halten. Das ist nicht so schnell. Ich würde aber bei der Geschwindigkeit würde eher auf die Konzentration gehen. Das ist das Schwierige. Die Konzentration zu halten über so eine lange Zeit. Das ist das Schwere. Bonetto kommt näher zu uns. Immer wieder toll, wenn man während der Aufnahme gestört wird. Und man fährt gerade dran. Ja, Bonetto hat uns jetzt. Ja, apropos Konzentration, ne? Ja, vielleicht gehen wir natürlich die Schlangenlinien, da hatten wir etwas die Konzentration genommen. Es liegt aber auch teilweise daran, dass ich nicht auf die Straße geguckt habe. Wie genau? Wurde abgelenkt. Ja, aber ja, das ist ein perfektes Beispiel, Konzentration und die. Das war halt schon damals sehr langes Rennen. Damals sogar noch länger als heute. Also, wie gesagt, das Rennen wäre. Ich gehe ja mal schon so 3 Stunden, 30 Minuten mindestens. Ja. Also Konzentration muss man da mitbringen. Wir haben schon gerade jemanden überrundet. Ich glaube in diesem Rennen überraschenderweise werden wir nicht, glaube ich, großartig mit Punkten rechnen. Solange nicht welche vor uns ausfallen. Das macht momentan nicht diesen Anschein. Als würde das passieren. Spira vor uns. Mhm.
Zumindest sind die Amerikaner hier mit vielen Zuschauern hier. Das ist immer was Schönes. Damals gab es auch keine gesonderte amerikanische Rennserie. Da war die Formel 1 wirklich überall in der Welt das Maß aller Dinge. Ich habe es ja schon im Großbritannien-Rennen unten in der Beschreibung geschrieben als alternativer Titel. Wer ist der schnellste Mann der Welt? Ja, stimmt das. Heutzutage ist es ja nicht mehr wirklich so wahr, weil ne, die Formel 1 ist von der Geschwindigkeit her ähnlich wie IndyCar und anderen Serien. Von der Durchschnittsgeschwindigkeit kommen dann noch die Nesca dazu, die auch noch viel schneller sind, dadurch, dass sie kaum bremsen. Ja, aber... ne. Angio immer noch erster vor Fagioli. Da liegt jemand, das ist Farina! Das könnte uns helfen, noch so ein bisschen nach vorne zu stoppen, aber es sieht nicht so aus, als wäre er ausgeschieden. Du musst nur hoffen, dass er einen Schaden hat. 26 Sekunden hinter dem ersten. Ja, Farina holt auch schon wieder auf uns auf. Wir werden nicht lange Siebter bleiben. Dafür sitzt Farina im eindeutig stärkeren Auto. Aber wir haben schon 8 Runden hinter uns. Also, ich muss zurücknehmen mit meiner Aussage, dass länger als Monaco nicht mehr wird. Ich habe momentan die Befürchtung, die in die 500 werden länger. Ja, danach kommt ein Rennen, wo ich mir relativ sicher bin, dass dann nicht mehr so lange gehen wird, die in die 500 und Monaco. Ja, dann so wie Silverstone. Von der Rennlänge, also so 25 Minuten. Ja, da ist Farina schon in unserem Heck. Kampf um die Position, da machen wir natürlich nicht leicht auf, aber für uns ist es immer noch wichtiger ans Ziel zu kommen, als ein bisschen geht nicht mehr verteidigen. Vielleicht helfen uns ja so ein bisschen die Backmarker. Okay, etwas, was mir jetzt einfällt, was man dann noch sagen kann, was sich verändert hat. Man merkt es ja an der Stadt Zielgeraden. Wenn man das Bild vor Augen hat, Indy 2002, also Russland der USA 2002, mit Barrichello und Schumacher, das Fotofinish. Man hat ja diesen Ziegelstein-Linie gesehen. Das ist der einzige noch originale Teil der Strecke. Wie man es halt sieht, man hat die Start-Ziellinie auch noch dann umgebaut. Und ursprünglich in den 20ern waren das halt alles überall hier nur Ziegelsteine. Aber wie gesagt, die hat man nach und nach entfernt. Farina ist jetzt vor uns.
nicht mehr lange, der wird da aufgehalten. Dann gehen wir wieder an dem Fahrrinder vorbei. Ja, die Ziegelsteine. Nur die da gleich an der Ziellinie sind noch geblieben. Aber gut, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch kein Infield in Indianapolis. Das kam ja erst Ende der 90er dazu. Gut, ich könnte noch abschweifen und über die Indica geschichte sind. Das werde ich auch noch wahrscheinlich machen, wenn mir gar nichts mehr einfällt, darüber zu reden. Weil wer kann es denken, die Indikaten hat ihren Namen von Indianapolis, ne? Das liegt auch daran, dass Indianapolis quasi das einzige wichtige Rennen dieser Serie war. Zu einem bestimmten Zeitraum. In dieser Zeitraum ist Ende der 90er. Anfang der 2000er. Als es noch die Champ Car gab. Aber wieso jetzt nicht? Das hat uns. Naja, wir sind in den USA, in Indianapolis. Der Geburtsstätte amerikanischen Rennsports. Ich meine. Das weltlichste Rennen der NESCA, würde ich mal sagen, findet hier statt. Und das wichtigste Rennen der Indycar-Serie findet hier statt. Das Brickyard 300 und halt die Indy 500. Und Fagioli ist an Fangio vorbeigegangen. Ah. Oh, Fangio verliert. Ist jetzt Dritter, ist jetzt Vierter. Da muss irgendetwas mit Fangio passiert sein. Was natürlich gut ist. Sure ist auch vorbei. Bidda ist vorbei. Fangio direkt vor uns. Fangio ist ausgeschieden. Tatsächlich. Mit 40 Sekunden Abstand haben wir zu dem ersten. Und Fangio ist ausgeschieden. Das ist. Das kommt uns zugute. Damit sind wir näher dran an den Punkten, aber zwei müssen noch ausfallen, damit wir in die Punkte kommen. Und nicht mit einer Null von Indianapolis uns verabschieden. Problem, wir haben noch nicht mal, wir haben nur erstmal ein Viertel der Renndistanz geschafft. Aber ein Tust ist jetzt hinter uns. Ja, aber eins kann man schon mal sagen, also die Indy 500 wird uns leider noch ziemlich lange erhalten bleiben. Und ich sag leider auch nur durch halt die Länge, die wir fahren werden, weil ich glaube, das wird für alle Ausgaben 39 Runden sein. Gut, die Autos werden natürlich zum Ende hin schneller, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir werden hier nicht ewig im dritten Gang rumtuckern auf 200 km/h. Aber ja. Bis 1960, also einschließlich 1960, war die Indy 500 im Kalender der Formel 1. Und dann muss wahrscheinlich irgendeiner bemerkt haben, Moment mal! Es ist eigentlich total unnötig, dass die Indy 500 ein Teil der Formel 1 ist. Da. Ne? Wir kaufen.
irgendwelche Formel-1-Fahrer dort haben, die die Restsaison dort fahren. Und ja. Das Ding ist, wenn man die Indy 500, manche Statistik-Seitenbücher zählen die Indy 500 Läufe nicht wirklich zur Formel 1 mit, obwohl es ein offizieller Formel 1 Lauf war. Weil, wenn man das dazu zählt, war Bruce McLaren auch nie wirklich der jüngste Formel 1 Sieger bis Fernando Alonso. Ich glaube, der Sieger des 52er Indy 500 war bis zu Fernando Alonsos Sieg in Ungarn 2003 der jüngste Formel 1 Sieger. Aber auch nur, wenn man halt die Rennen mitzählt. Wo ich halt, ne, teilen ist. Waren offizielle WM-Läufer, also, ne, Berechtigung haben sie. Teilweise aber kaum eine der, hier in die 500 gefahren ist. Also eigentlich gar keiner. Als das ein offizieller WM-Lauf war. Ist in der restlichen Saison irgendwie auch gefahren. Das einzige, wo sich dann halt, wo man dann halt, das, ne, das einzige, wo man halt etwas Positives raussehen kann, dass der allererste Foyt, AJ Foyt, dann auch mal in der Formel 1 gefahren ist. Weil der hat nur an die 500 gezogen. Sein Sohn halt auch nur. Nach Indy 500 werden wir aber trotzdem immer noch in Amerika bleiben. Nur wir werden kein Oval mehr fahren. Sogar werden Indy 500, kriegen wir noch einen eigenständigen großen Preis der USA. Der dann natürlich in Glen stattfindet, in Watkins Glen. Lernen bleiben wir dann bis Ende der 70er. Also beim Glenn bleiben wir bis 1980. Aber halt mitten in den 70ern kommt dann halt noch der große Preis der westlichen USA in Long Beach dazu. Großer Preis der östlichen USA fliegt weg für 2 Jahre, weil wir dann nach Las Vegas gehen zum Caesars Palace. Dann kommt er wieder mit, ich glaube, Detroit als Strecke. Dann geht Long Beach weg und dann haben wir nur noch einen großen Preis der USA in Detroit. Wir kommen näher an Vera, der steht dort. War dort extrem langsam und auch jetzt ein Chiron ist ein Fünfter. Wir haben momentan die Punkte, die wir wollten. Nach Detroit gehen wir halt, ne, nach Phoenix. Und dann ist USA für eine Zeit lang weg. Bis 92 dauert es, bis die große Preis der USA mal aus dem Kalender verschwindet. Aber er kommt dann 2000 wieder.
großen Preis USA in Indianapolis. Genau 50 Jahre nach dem allerersten Indy 500 der Formel 1. Und 40 Jahre nach dem letzten Indy 500 der Formel 1. Da schicken wir uns wieder in unserem Versen. Ich glaube, Punkte werden wir dann doch noch nicht so schnell haben. Sieht ganz danach aus, ich würde gerade sagen, als würde Chiron jetzt an uns vorbeigehen. Chiron macht da sogar noch extra Platz. Punkte sind wichtig, keine Frage, aber wir sind jetzt nicht der Schnellste. Also wie es momentan aussieht, halten wir Chiron auf. Wir sind ein italienischer Gentleman. Da kann er jetzt an uns vorbeigehen. Ich bin natürlich nicht vom Gas für ihn, das mache ich nicht, aber ich lasse ihm genug Platz, damit er vorbeigehen kann, aber er schafft es anscheinend nicht. Er ist dann doch nicht so viel schneller als wir. Ja, die Hälfte haben wir jetzt schon uns. Das wird eine XXL-Ausgabe. Eine Stunde geht das Video, mein Gott. Ja. Gut, und nach Indy. Indy war dann weg, dann hatten wir wieder 5 Jahre, den großen Preis der USA und dann aus. Das nur mal zu vervollständigen. Ich muss sagen, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, wo wir nächste Saison, also 51, fahren werden. Und ja. Ich wurde befallen. Da hat mich eine Fliege tatsächlich abgelenkt. Ja, da wären wir schon von Fagioli. Cavendish ist weit genug weg, dass er uns dort nicht gefährlich wird. Aber wir haben 2 Plätze verloren, das war Scheißfliege. Ne, Konzentration! Ja, man wird nach der Zeit doch wirklich zu leichtsinnig und denkt, ah, ich kann ja kurz mal was anderes machen. Ja, Fagioli. Er hat uns gerade überrundet. Parnell ist weiter. Fagioli muss uns während des Drehers überrundet haben. Und Parnell danach. Weil der vor uns ist eigentlich Parnell, nicht Fagioli. Auf 3. Oh, das ist auf 3 gekommen. Das ist. Okay, ich merke Bonetto auf 4. Wer ist auf 5 müsste Chiron, auf 6 Bierer und auf 7 sind wir dann. Und auf 8 ist Cavendish.
Um zurückzukommen zu das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mir schon mal überlegt, wo wir 51 waren. Ja, an sich, ne? Das macht ja. Bei Maserati läuft es eigentlich gut. Wieso sollten wir dann Maserati verlassen, habe ich mir gedacht. Also. Eigentlich wollte ich es ja bis zum letzten Rennen nicht sagen, aber. Das habe ich mir so gedacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass es sehr unschlüssig sein werde, wo wir hingehen, aber. Ne, Maserati läuft gut. Maserati denkt nicht davon nach, aus der Formel 1 rauszugehen. Und momentan jemanden wie die Jelly wird, wenn sie ja unbedingt festhalten wollen, bleiben. Ne? Wir haben füreinander. Also. 51 sind wir definitiv bei Maserati immer noch. Noch 15 Runden. Das klingt noch mehr, als es eigentlich ist. Aber gut, das ist die Rennlänge etwas mehr als die Rennlänge von Silverstone und etwas weniger als die Rennlänge von Monaco. Und die haben schon 24 Runden hinter uns. Also. Unsere gefahrenen Runden in der Karriere erhöhen sich mehr als mehr um das Doppelte. Wir hatten. Sind vor dem Indy 500 32 Runden in unserer Formel 1 Karriere gefahren. Das wird jetzt so eine 71. Alles so, worüber ich reden kann. Harrison jetzt hinter uns. Weil. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll und so. Wir könnten ja mal kurz die 50er verlassen und über 2017 reden. Wir haben heute den 20. August, also an dem Tag, wo Monaco rauskam, nehme ich das ja auf. Nächstes Wochenende geht die Formel 1 weiter in Belgien. Oh ja. Ich freue mich schon, man merkt's, ich bin wirklich gehypt. Also wieder was am Wochenende zu tun, wo nichts los ist. Aber gut, ne? Sind dann auch nicht mehr so viele Rennen diese Saison. 70er. Ich glaube 10 oder etwas weniger, 9 so. Wir haben müssen 12 gefahren sein. Wir haben 20 21 in dieser Saison und 20 haben wir in dieser Saison. 8 haben wir. Und 2 davon, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind europäisch. In Belgien und Italien. Danach sollte eigentlich kein europäisches Rennen mehr kommen. Dann verabschieden wir uns von Malaysia, die nächstes Jahr nicht mehr da sind. Singapur steht auch noch offen, ob sie in etwas weit entfernterer Zukunft noch ein Formel 1 dran austragen.
sagen, Valina lasse ich den gedrungenen Platz, der kann durchfahren. Der ist auch viel schneller als ich. Singapur, Japan, Malaysia, Brasilien, Abu Dhabi, USA, Mexiko. Aber ey, freue mich auf Italien. Mal gucken, ob der Rekord von 2003 als kürzestes Formel 1 Rennen gebrochen wird. Es sollte ja mit diesem Wagen möglich sein. Ehrlich sagen. Oh, Fagioli ist draußen. Das ist gut. Fangio und Fagioli draußen. Das sind meine engsten Konkurrenten mit Farina, aber da stimmen die Punkte jetzt nicht so ganz. Das heißt, wir sind in den Punkten. Vira ist hinter uns. Ja, hat er das geschafft? Der Bierer ist bitte schon geschafft, hinter uns zu landen. Der muss dann irgendwie was mit Fagioli gehabt haben. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wieso Bierer hinter uns ist und nicht vor uns. Elf Runden noch. Holt wieder auf uns auf. Einen Ausfall bräuchten wir noch, um sicher in den Punkten zu sein. Ja, gegen Bira müssen wir gleich wieder kämpfen, um die Position zu verteidigen. Ich muss ehrlich sagen, am meisten freue ich mich auf die 90, weil wir eigentlich dort an sind. Das wird wahrscheinlich die interessanteste Zeit sein, von unserer Sicht her. Weil es dann doch ziemlich eng zugeht. Aber das trägt sich dann auch in den 2000ern so weiter. Und in die Szene. Wobei die 80er haben auch schon was an sich. Das Problem ist halt, ich überlege halt jetzt schon mal, wo wir halt in welchen Jahren fahren würden, könnten. Das Problem ist halt, bei manchen ist es halt so ein, auch so ein vorheriger WM-Platzkriterium da. Zum Beispiel, ne? So 85 kannst du schlecht zum McLaren gehen, wenn du nicht vorher irgendwie Siege mitgefahren bist. Aber McLaren würde ich mir schon irgendwann in den 80ern als Team vorstellen können. Aber genauso Ferrari, da möchte ich auch noch hin. Aber sind auch so, ne? Irgendwie hin und kommt noch Benetton in den 90ern dazu, aber das ist auch so, ne? Wie gesagt, es kann ja auch am schlimmsten sein, dass wir in den 90ern durchgängig eher bei Minardi sind, einfach weil wir andauernd hier hinten rumfahren. Und ich dann nur Minardi als realistisches Team sehe. Daumen. Deswegen, 50er sind einfacher. So nach 2 Rennen schon sagen zu können, ja. Also, wenn das selbst, egal wie die restliche Saison ausgehen, ne?
Ich habe mir ja schon von Anfang an, muss ich ehrlich sagen, schon vor 50er gedacht, dass wir wahrscheinlich bei Maserati bis frühestens an 52 bleiben. Ich meine, wenn wir nach Maserati gehen, bei Alfa Romeo war es mir schon klar, dass wir, wenn halt Ende 51 Alfa Romeo verlassen würden, weil, also ganz unter uns, das wäre ich zu dem Zeitpunkt eigentlich kein, aber Alfa Romeo verlässt die Formel 1 52, ja, was die Formel 1 sehr uninteressant gemacht hat für ein, zwei Jahre. Panel führt vor Farina mit 30 Sekunden. Spannendes Rennen, Alter. Und Vera ist jetzt hinter uns. Bonetto Dritter, das ist gut. Bonetto war doch bei der Radi. Vera, Chiron und Bonetto. Die habe ich irgendwie bei Maserati abgespeichert. Ich hoffe, das stimmt. Bira, was machst du? Fährt er erstmal gegen die Band. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn etwas Platz lassen wollte. Vollidiot. Interessant ist das sowieso, wenn man Fahrer hat, die man auch wirklich so, wo man mehr von den Rennleistungen halt auch gesehen hat. Weil, ne? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass nicht jeder von uns ein, oder gar keiner von uns ein Pancho-Rennen in voller Länge gesehen hat. Wenn ja, schnappe ich dich mir als Lügner ab, weil ich glaube nicht, dass es irgendwelche Fernsehübertragungen in den 50ern gab, oder kam erst so späte 60er dazu. Ich glaube dann auch nur eine Kamera von zwei pro Strecke so. Und keine Kameras an den Formel 1 Autos. Sieben Runden. Sechs Runden. Sieben wäre mit dieser. So. Ne, wir sind schon auf Startziellinie, also sechs Runden noch. Ja, sieben, sechs. So, ich würde mal behaupten, wir lassen Bira jetzt nicht mehr vorbei. Ich habe nicht so die schwere Vermutung, wenn wir Bira vorbeilassen, war es das auch mit unserer Hoffnung auf Punkten. Und diese zwei Punkte hätte ich dann doch schon gerne. Weil mit 19 Punkten lässt sich immer noch einfacherer leben als mit 17. Insbesondere, wenn wir in der Schweiz gewinnen am 28, das ist sehr gut. Das reicht uns, glaube ich, um schon mal, und schon mal auf den Weltmeistertitel vorzubereiten, weil ich glaube, wir brauchen dann noch mehr ein, zwei oder drei Punkte. Und daher wäre dann in Belgien. Da werden die Runden so ellenlang. Das Rennen nicht, die Runden werden nur ellenlang. In Belgien. Also
vom Optimalsten her sollten wir frühestens Belgien Weltmeister werden. Ich glaube, von jetzigen Punktestand ist, glaube ich, Schweiz nicht mehr möglich. Waffe hätten wir gewinnen müssen. Oder Zweiter werden. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Kurs, in Belgien Weltmeister zu werden. Nur spätestens ist natürlich Italien, ne? Aber spätestens ist immer das letzte Punkt. Zum ersten Mal stehen wir nicht auf dem Podiumsplatz. Auch was Neues in unserer Karriere. Gut, zum ersten Mal gibt es einen anderen Formel 1-Sieger. Der nicht die Celia ist und nicht im Maserati fährt. Ich glaube, Parnell sitzt nicht im Maserati. Ich glaube, Parnell sitzt. Müsste im Ferrari sitzen. Sogar. Überraschung. Also wenn Parnell wirklich im Ferrari sitzt. Da bin ich sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass Ferrari und Maserati eher einen Sieg holen als Alfa Romeo. Das wäre dann wirklich überraschend. Aber gut, ne? Fangio, bis zu seinem Ausfall, hat das Rennen angeführt. Fagioli war ziemlich weit vorne. Momentan ist Farina mit 26 Sekunden der nächste dran. Der definitiv bei Alfa Romeo fährt. Und Dritter müsste. Boah, wer ist Dritter? Dritter. Ich weiß, Vierter müsste Bonetto sein. Ich weiß nicht, wer Dritter ist. Fagioli ist weg. Der kann es ja nicht sein. Oh, keine Ahnung. Noch drei Runden. Vera verliert auf uns, das ist gut. 22 Sekunden Abstand zu unserem Teamkollegen Chiron. Ja, wer in der Abflug in seinem Heimatrennen in Monaco nicht in der Schikane passiert in der ersten Runde. Nice, wie weit er da nach vorne gekommen wäre. Nein, das Gute. Das Gute für uns ist, dass wir unser Heimrennen ja im letzten Rennen haben. Deswegen, unser Heimrennen wird definitiv kommen. Wir werden definitiv spätestens in unserem Heimrennen zum Weltmeister gekürt. Also wir brauchen jetzt. Also wir holen jetzt nur noch mehr solche Resultate und solche Rennen. Dann, das wäre natürlich nicht so gut. So. Wurde schon wieder abgelenkt, Mann. So. Vorletzte Runde. Gleich auch geschafft. Boah, das Rennen. Farina gewinnt den großen Preis. Die letzte Runde ist es von uns. Farina gewinnt den großen Preis. Die 500 Mal von Indianapolis. Parnell fliegt in der letzten Runde raus. Ich glaub's nicht. Das Problem ist, Parnell kriegt Punkte. Oder nicht? Nein! Parnell kriegt keine Punkte. Wir haben ihn überholt, wir werden Vierter. Ja, dann kriegt Bührer wenigstens auch noch Punkte. Der sollte den auch noch kriegen, den Parnell. Wenn nicht, der kriegt Parnell wirklich noch Punkte. Das wäre was. Sollte aber nicht sein, wenn wir in der gleichen Runde mit Bahira sind. Oh, das Rennen geschafft. Ey, der erste Alfa Romeo Sieg.
202 Kilometer pro Stunde. Rast er durch die Boxengasse ab. Normal durch. Noch eine Ehrenrunde. Das 46 Minuten. Das ist schon, ne? Das ist eine Hausnummer. Längstes Rennen momentan für uns. Panel. Oh. Eine Person zu wenig überrundet. Da wäre nämlich noch Fünfter gewesen. Gehen wir mal durch. Farina gewinnt die 500 Meilen von Indianapolis. Zweiter wird Bonetto, der Maserati fährt. Ja, gedacht. Diet Dritter. Chiron. Wir werden Vierter. Und Bira Fünfter. Panel im Alfa Romeo. Okay. Wohl doch kein Ferrari. Also wäre so oder so der erste Alfa Romeo-Sieg gewesen. Leider nur Sechster. Und bei uns kam auch nur 10 Fahrer ins Ziel. Gut, und bei Fagioli ist der Motor hochgegangen. Und Fangio hatte einen Unfall. Ja, das ist blöd. Ja. Also sieht es doch noch ganz danach aus, als könnte Alfa Romeo uns die Maserati-Party zerstören. Wobei ich das die Punkte ja momentan sehr klasse finde. Auf 1 Alfa Romeo, dann Maserati, 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 Maserati. Das gefällt mir. Ascari mit 5 Runden Abstand, 9. Ja. Aber Bremsen, ne? Wie können die Bremsen in Indianapolis kaputt gehen? Daniel, bitte, wie kannst du durch Bremsen ausscheiden? Du musst nicht einmal bremsen auf dieser Strecke. Na gut, das war der große Preis der Indy 500. Also das waren die 500 Meilen von Indianapolis. Das nächste Rennen ist der große Preis der Schweiz in Bremgarten. Ich sag bis zum nächsten Mal, tschüss.